Da könnt ihr euch über SSH, über Tor einloggen in eure Node und da dann die Services nutzen. Ähnlich wie das ja bei der Zeus App auch gemacht wird, falls sie jemand schon integriert hat in sein Setup. Da könnt ihr Channel Management machen etc. Auch da nutzen wir Hidden Services, genauso wie wir es jetzt hier auch machen werden. Hier geht es aber darum, sich einzuloggen sozusagen ins Menü des Raspberry Blitzes. Das funktioniert übrigens auch mit jeder anderen Node. Ich mache es jetzt am Beispiel eines Raspberry Blitzes, weil das die Node ist, die ich zur Verfügung habe. Hier ein bisschen was vorbereitet, eine kleine Datei, wo die Sachen sind, die ich gleich da rauskopieren werde. Schritt 1 ist es, sich einzuloggen in unsere Node. Das machen wir ganz normal über den, wie ihr es gewohnt seid. Hier, wo jetzt die 192, also die IP-Adresse steht, .168.0.119, bei euch ein bisschen anders. Hier wird dann später der Hostname des Hidden Services stehen, also die .onion-Adresse. Aber das erklären wir später nochmal mehr. So, Schritt 1 ist es, Tor zu installieren. Das macht ihr hier im Raspberry Blitz-Menü, indem ihr hier auf Settings geht. Ich glaube, die meisten von uns haben das schon eh gemacht. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier kann man hier mit einer Leertaste, kann man hier Run Behind Tor zu Sternchen setzen. Ich lasse es jetzt schon nicht, bei mir ist es schon drin. Dann installiert euch der Raspberry Blitz alles, was ihr zu dem Tor haben müsst. Und unter anderem auch die Datei, die wir jetzt konfigurieren im nächsten Schritt, und zwar die Tor-RC-Datei. Jetzt indem wir raus und gehen in dieses Terminal. Das klären wir mal, damit wir einen sauberen Blick haben. Und was wir machen ist, wir öffnen über Nano. Nano ist ein Texteditor, in dem man hier im Terminal Dateien verändern kann, Sachen hinzufügen kann etc. Wir öffnen hier die Datei im Ordner etc tor torrc. Die öffnen wir und wir sehen jetzt hier, alles klar, hier ist schon quasi überall, wo so eine Raute ist oder so ein Hashtag. Das sind quasi auskommentierte Sachen, die ist nicht, das ist nichts für den Code, das sind Kommentare, damit es verständlicher ist für euch. Die weißen Sachen, das sind die interessanten Dinger. Und ihr seht schon, je nachdem, wie viele Sachen ihr integriert habt, also hier Web Admin Interface für die Bitcoin Wallet ist das, für das Lightning Wallet ist das hier, dann für Ride Lightning, für die Zeus Thunder Hub. Je mehr Services ihr installiert habt, desto mehr so Hidden Service Ports etc. habt ihr schon drin. Was ihr macht, ist, ihr geht ganz an unten an die Datei und ich habe das hier schon drin. Was ihr macht, ist quasi, ihr geht ganz runter. Für die bessere Leserlichkeit empfehle ich das, dass ihr quasi dann hier mit so einer Raute und dann einen Kommentar etwas hinschreibt, dass ihr später wisst, was das ist. Also ich habe es hier genannt Hidden Service für SSH Remote Access und kopiert dann die zwei Zeilen, die ich hier hingeschrieben habe. Ich glaube, der Markus macht das für euch sicherlich in die Show Notes oder in die Kommentare bei YouTube, dass ihr einfach rauskopieren könnt und ko kopiert sie hier rein. Also ich kann es einfach mal mitmachen, dann seht ihr das. Machen die zwei Zeilen mal weg. So, und dann kopieren wir das hier raus. Und fügen die beiden hier ein. So, natürlich, weil ich es rausgeführt habe, ist natürlich ganz sauber, aber das kriegen wir hin. So. Zack. Gleich haben wir das ordentlich. So. Wie ihr hier rauskommt, es macht es mit Steuerung S, speichert ihr die ganze Geschichte. Mit Steuerung X, also Control X, geht ihr aus dem Ganzen raus. Und dann seid ihr wieder im Terminal des Raspberry Blitzes. Der nächste Schritt ist, Tor neu zu starten. Auch das könnt ihr hier rauskopieren. Hier einfügen. So werden jetzt die ganzen Dateien geändert, die wir auch geändert haben. Sodass das jetzt funktioniert. Und der nächste Schritt ist jetzt, wir müssen den Hostnamen herausfinden. Also die entsprechende .onion-Adresse. Dazu gibt es den folgenden Befehl, den wir hier einfügen. Und dann gibt er uns hier, ich habe es jetzt ausgegraut, damit ihr quasi das nicht seht. Aber ihr seht dann hier mit der .onion-Adresse, das ist quasi jetzt euer Hostname, mit dem ihr zugreifen könnt auf eure Node von überall. Und wir zeigen jetzt einfach mal beispielhaft, wie das ist. Ich kopiere mir das natürlich jetzt einmal hier raus, weil das werden wir jetzt ein paar Mal brauchen. Ihr speichert euch das am besten irgendwo ab. Gehen wir hier mal raus aus dem Raspberry Blitz. Seht ihr, sind wir quasi wieder auf meinem Laptop. Und wir können jetzt, ich werde das jetzt folgendermaßen machen, und zwar werde ich jetzt mich jetzt in Hotspot einloggen, damit ihr auch seht, dass ich im anderen Netzwerk das mich einloggen kann. Und zwar werde ich hier jetzt das Hotspot von meinem Handy nehmen, das ich vorhin angemacht habe. Perfekt. Loggen jetzt hier ein.
müsste jetzt auch funktioniert haben, ja. Ja, alles klar, wir müssen natürlich jetzt auch noch Proton VPN starten, weil ich hier einen Skill-Switch aktiviert habe. Das ist natürlich auch nochmal ein Video wert, vielleicht mache ich da auch nochmal eins oder jemand anders macht das, wie man quasi Proton VPN einrichtet. So, jetzt habe ich quasi hier zum schnellsten VPN-Server mich connected, perfekt, und kann mich jetzt, also wie gehen wir jetzt quasi über diese .onion-Adresse auf unseren Raspberry Blitz? Das funktioniert, ich habe es hier mal genannt, über den Befehl Torify SSH Username at Hostname. Das hängt jetzt natürlich von eurer Node ab, die ihr benutzt. Und zwar ist es beim Raspberry Blitz so, dass der Username Admin ist. Und für den Hostname, vorhin haben wir es ja noch diese statische IP genannt, ne? Also 192 Punkt irgendwas. Und da fügen wir jetzt unsere .onion-Adresse hinein, die wir hier hinausgekriegt haben, ne? Die uns der Cut-Befehl rausgespuckt hat. Die fügen wir hier hinein. Und wenn wir jetzt Enter laufen lassen, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber irgendwann müsst ihr uns nach dem Passwort fragen. Und dann können wir uns genauso einloggen, wie eben, wenn wir hier die IP-Adresse des Raspberry Blitzes eingeben. Falls es länger dauert, pausiere ich kurz das Video und melde mich dann nochmal. So, wunderbar. Also es hat jetzt circa eine Minute gedauert. Ich hatte das Video pausiert. Und ihr seht, er fragt mich jetzt genau ab nach meinem Passwort. Hier geben wir das gleiche Passwort ein, das wir quasi auch sonst benutzen für den Raspberry Blitz. Und ihr seht, zack. Ich bin jetzt quasi über den Hotspot von meinem Handy drin, also in einem anderen Netzwerk, und kann zugreifen auf meine Node und kann hier, keine Ahnung, im Mempool was machen, etc. Ich kann hier Services nutzen, ich kann hier Balances machen und so weiter. Also quasi, ich habe jetzt Zugriff auf meine Node, der zu Hause im Netzwerk sitzt, von überall auf der Welt, wo ich Zugriff aufs Tor-Netzwerk habe. Was ich finde, eine coole Sache ist. Alles klar, also das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Vielleicht nutzt es dem einen oder anderen was. Haut rein und ja, Markus, viel Spaß beim Zeug reinkopieren in die Kommentare, ne? Ciao!